So, nach dem letzten Post vom ICPI will ich mich jetzt auch mal zu Wort melden. Und zwar geht es da jetzt darum, dass ich mal zeigen möchte mit dem Needle Editor, wie ich dort so ein Fillet erzeugen kann. Ich habe also jetzt mal das Datenmodell so genommen. Ich habe hier eine Kurve und mit der erzeuge ich jetzt mal ein Profil. Das ist also etwas mehr als eine Verrundung. Wenn ich jetzt auf Test Needle gehe, wird genau dieses Profil gestartet. Da sehen wir nochmal die Daten. Und hier ist das Profil. Dazu folgendes: Man hat jetzt hier unten sechs Pole, das sind die hier. Und die sorgen dafür, dass wir hier hinten zumindest einen tangentialen Übergang hat in eine Ebene rein. Die liegen alle auf einer Geraden. Den habe ich ein bisschen nach innen gezogen. Hier oben sieht man das an der 5. Das heißt, hier beginnt schon die Krümmung, die geht nach innen. Und hier haben wir keine Verrundung, die jetzt so aussehen müsste, sondern es ist hier so ein Huckel, also ein Profil von einem Bilderrahmen oder sowas. Hier an der anderen Seite haben wir auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Das sind die hier. Die erzeugen wieder einen Tangentialübergang. Das eigentliche Profil, die Form wird von diesen drei Polen erzeugt. Die liegen hier. Dieser, dieser und dieser. Und es gibt noch einen Pol, der die Innenbiegung erzeugt. Das ist der hier. Das kann man alles ändern. Und wenn man diese Werte ändert, also den Wert und diese drei hier unten, dann ändert sich die Form von dem Profil. Das ist für Schreiner eine nette Sache. Da kann man also Bilderrahmen generieren. So, das haben wir jetzt erstmal da. Das ist das ganze Modell. Ich schalte jetzt mal diese ganzen Hilfsanzeichen alle aus. Auch die Pole werden jetzt ausgeblendet und hier setzen wir die Transparenz auf 0 und machen das Ding mal irgendwie rot. Okay. So, das wäre also quasi die allgemeine Form des Fillets und jetzt brauchen wir den Grundkörper dazu und da lasse ich jetzt ein kleines Skript laufen und ich habe jetzt hier ähnliche Parameter genommen, nämlich hier am Anfang und am Ende, dass ich hier diese Übergänge habe. Ich habe dann hier oben eine Ecke angefügt. Und damit ich hier drin jetzt eine riesenartige Schneidoperation machen muss, habe ich hier schon mal ein bisschen mit der Hand was ausgesägt. Also, sich das nochmal anzugucken. Ne? Das wäre also jetzt unser Körper im richtigen Leben, wäre natürlich hier noch die Kante dran. Aber das ist schon mal weggesägt. Und das wäre also dann meine Verrundung oder Verschönerung der Kante. Okay. Und jetzt schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Und zwar kann man jetzt mal hergehen und kann suchen, ich bilde jetzt mal die Differenz. Was bleibt denn von meinem Grundkörper noch stehen? Das heißt, das wird, von dem wird das abgezogen. Und da merkt man, da bleibt hier etwas hängen. Und das, was hier hängen bleibt, diese Nase, die ist quasi nur gerendert. Das ist eigentlich geometrisch null. Sieht man, wenn man die beide einschaltet und geht hier drüber, dass die da einander überlappen. Wir können das jetzt auch mal noch mit dem Zebra-Tool uns anschauen. Also schalte ich hier das Zebra-Tool mal ein. Jetzt bauen wir noch einmal. Das sehen wir jetzt hier diesen Übergang. So, auf die Weise kann ich jetzt also hier ein beliebiges Profil auf die Kante draufsetzen. Und wo läuft die Kante lang? Das ist das Backbone. Das ist jetzt hier. Das wäre also dann im richtigen Leben die eigentliche Kante.
Kante von unserem Klotz, den wir hier haben. Den könnte man dann auch biegen. Das will ich aber jetzt nicht machen. Ich will jetzt nur noch mal zeigen, was passiert, wenn ich jetzt die Parameter ändere. Also das wäre auch die Oberfläche. Das wäre quasi mein Spreadsheet hier. Da könnte ich jetzt hergehen und könnte sagen, ich nehme mal den ersten Teil des Backbone, die erste Rippe hier unten, und ändere die Skalierung hier mal auf 1,4. So, und was man jetzt sieht, ist, dass mit 1,4 das Profil hier nach außen gezogen wird. Es liegt immer noch außen auf der Fläche drauf, das ist diese rote Linie. Und da das aufgezogen wird, sinkt es natürlich jetzt hier in den Klotz rein. Das heißt, hier die Stücken, die hier überstehen, die müssten natürlich auch nochmal abgezogen werden. Aber das ist ja dann relativ einfach gemacht. Und wir können jetzt auf der anderen Seite auch nochmal das Gegenteil machen. Das heißt, hier sagen wir, wir verkleinern das Profil auf 0,6. Und dann merkt man, dass das Profil, haben wir hier wieder zu, dass das Profil natürlich jetzt hier abhebt. Machen wir ein neues Fenster auf. So. Also hier ist natürlich von dem Klotz schon zu viel abgesägt, aber das wäre dann dieses kegliche Profil. So, und was könnte man noch machen? Man könnte jetzt noch hergehen und könnte das Profil jetzt die Form hier noch ändern. Das will ich auch mal ändern. Also, wo haben wir das? Die Daten für diese Form haben wir gesucht. Die liegt jetzt hier in diesem Bereich. Also minus 50, minus 50. Jetzt mache ich das mal ein bisschen einfacher. Jetzt mache ich hier mal eine 0 draus. Und hier machen wir auch eine 0 draus. Und da merkt man, wie das Profil jetzt hier noch insinkt. Und genauso gut könnten wir natürlich jetzt hier so, und da machen wir auch eine 0 draus. Und hier machen wir eine 0 draus. So, auf diese Weise kann ich jetzt ein x-beliebiges Profil als quasi Verrundung erzeugen. Also das heißt jetzt wirkliche Rundungen sind nur Spezialfälle von dem, was wir hier machen können.